Hallo liebe Leute, willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Da ist er nochmal, den Adventskalender, den ich an einen von euch verlose. Plus wahrscheinlich mache ich noch eine extra kleine Weihnachtsverlosung dann mit einem kleinen Paket, wo ich nochmal ein paar Sachen reintun werde. Hat sich doch nochmal was eingesammelt. Ja, aber wir kommen hierher zu den Adventskalender, den ich selber befüllt habe. Motiv ist der Glossybox Adventskalender von letzten Jahr. Der hat 25 Türchen, das heißt, ich habe auch 25 von diesen kleinen Schachteln für euch gefüllt. Manche Sachen sind halt, also in manchen Kästchen sind halt mehrere Produkte enthalten und in anderen jetzt nur wenige einzeln. Manche sind Produktproben, manche sind vollwertige Produkte. Nun haben ja einige von euch schon die Chance genutzt und ein zusätzliches Ticket eingelöst. Das heißt, sie konnten jetzt schon praktisch einmal abstimmen, ob sie lieber eine Unboxing für mich haben möchten, wo ich sage, welche Marken enthalten sind oder welche Produktart enthalten ist. Und da muss ich sagen, Produktart hat tatsächlich gewonnen. Ihr möchtet lieber wissen, was für Produkte hier drin sind. Also nicht die Marken, sondern welche Produktart. Und ich würde sagen, Verlosungsinformationen folgen dann nochmal, eigentlich dieselben wie beim letzten Mal auch. Genau, steht dann unten in der Infobox, ist umso einfacher für euch. Und ich würde sagen, wir fangen an. Ja, ihr kennt das ja, diese Kläppchen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe einen guten Karton für euch, der schön mit Verpackungsmaterial verpackt ist. Und die Produkte von mir hier, die jetzt noch nicht ordentlich verpackt sind, manche Flaschen und sowas zum Beispiel, werden nochmal in eine Luftpolsterfolie verpackt, damit wirklich nichts passieren kann. Ne? Jetzt sind sie noch nicht verpackt, weil ich ja das für euch zeigen wollte, was wir hier haben. Wir fangen ganz normal mit den ersten an. Ich zeige euch ja die Produkte nicht, sondern sage euch ja die Produktart. Also in der Nummer 1 haben wir einen Scrunchie, einen Nagellack und Nagelsticker. Also da seht ihr schon, drei Produkte sind da in einem Fach. Die Nummer 2, ja, Nummer 2, dort haben wir einen Nagellack und einen Bronzer. Ja, fragt nicht, warum manchmal, warum kommt das gleich nebeneinander, so noch ein Nagellack. Wir hatten doch gerade ein, das hat was mit der Füllung der Tür schon zu tun. Ich habe geschaut, dass das alles gut hier reinpasst. Deswegen hat sich das jetzt einfach jetzt gleich ergeben, dass es in der 1 und der 2 ein Nagellack hat. Dürfte euch aber, glaube ich, dann nicht stören. Die Nummer 3, die ist hier oben. So sieht es aus. Und dort haben wir ein Lippenmousse drin und eine Halskette war das. Genau, ein Lippenmousse und eine Halskette. Mhm. Die Nummer 4. Nummer 4. Dort haben wir Wimpern enthalten und ein Highlighter. Die Nummer 5. Wo haben wir denn die Nummer 5? Nummer 5. Dort haben wir eine, das ist eine Bodylotion und ein Kajal. Die Nummer 6, das ist ja das große Fächlein hier drin. Wir haben eine Haarmaske und eine Parfümprobe enthalten. Ja, hat einfach damit auch wieder was mit der Größe zu tun, ne? Die Nummer 7. Dort ist auch ein, dort ist ein Setting-Puder enthalten. Die Nummer 8. Wir haben hier einen Blush und einen Lippenbalsam enthalten. Also eigentlich habt ihr euch schon so das Make-up hier gesichert damit. Die Nummer 9. Wir haben hier einmal einen Kaffee,
einen Nagellack und einen Lippenstift. Hat einfach mit dem Kaffee zu tun. Ich wollte euch nicht nur einen Kaffee da reintun. Also Kaffee, Nagellack und einen Lippenstift. Die Nummer 10. Der Nummer 10 ist eine Duftprobe und eine Massagebürste. Die Nummer 11. Ein flaches Kästchen. Dort haben wir Haarspangen und einen Lippenbalsam. Die 12. Dort ist enthalten ein Shampoo und eine Probe von einer Bodylotion oder Bodycream. Die 13. Dort ist enthalten ein Maskenpinsel, eine Handcreme und eine kleine Duftprobe. Die Nummer 14. Dort haben wir eine kleine Duftprobe, einen kleinen Duftsprüher und eine Handcreme oder beziehungsweise eine Ganzkörpercreme. Die ist nicht nur für die Hand geeignet. Also ne, Nummer 14. Wer hier schon irgendwie was erspicken kann, schön für euch. Die Nummer 15. Wo ist sie denn? Die Nummer 15 ist hier drüben. Nummer 15. Dort haben wir zwei Gesichtsmasken und ein Öl für die Haare. Ein Pflegeöl. Die 16. Dort ist enthalten ein kleines Täschchen, geeignet als Portemonnaie zum Beispiel. Und ein 2-in-1 mit Zellen- und Make-up-Entfernungswasser. Die 17 ist hier drüben. So sieht sie aus. Dort ist enthalten ein Abschminkpad, wiederverwendbar, und ein Hitzeschutzspray. Manche Produkte passen vielleicht nicht so zusammen. Das hat einfach was mit der Füllung dann zu tun. Nicht, dass ihr euch wundert, hey? Abschminkpad wiederverwendbar und ein Hitzeschutzspray. Das hat einfach was mit dem Packen des Kalenders zu tun, dass das schön gefüllt ist und bei manchen noch ein kleines Goodie dann praktisch dazu ist. Die 18. Dort ist enthalten ein Lippenstift und eine Duftminiatur. Ja, eine Duftminiatur ist in der 18 enthalten. Könnt ihr euch schon mal freuen. Die Nummer 19. Dort haben wir zwei kleine Duftproben und eine, was ist das hier? Eine Gesichtsmaske. Die Nummer 20. Die Nummer 20, die ist hier oben. Vielleicht habt ihr schon was gesehen. Nummer 20. Und zwar haben wir hier enthalten ein Haarreparaturspray und auch noch ein Duftpröblein, also nicht Pröbchen, sondern eine Duftprobe. Weil ich habe hier Duftpröbchen und Duftproben und eine Miniatur drin. Also ich habe von allen drei Größen, die es in diesen kleinen Größen gibt, da euch was reingetan. Lasst euch einfach überraschen. Die Nummer 21. Wir haben enthalten eine Duschcreme, also Duschgel, eine Handcreme und Untersetzer. Die Nummer 22, die ist hier, die ist wieder ein bisschen kleiner. Dort haben wir ein Serum enthalten und eine, was ist das hier so, ein... Ja, wie nennt sich denn das? Ich würde sagen, das ist so ein Richtung Foundation, Richtung Concealer in die Richtung, würde ich das jetzt bezeichnen. Nummer 23. So sieht's aus. Flaches Fächlein
Wir haben hier drin eine Augenbrauenfarbe. Wir haben hier Deko-Sterne in Organza-Section. Und wir haben eine Mascara. Die Nummer 24, das vorletzte Fach, was natürlich sehr groß ist. Ich habe euch hineingetan eine Postkarte, ein Sticker. Und jetzt kommt es noch. Reinigungstücher und eine Lidschattenpalette. Die darf in einem Adventskalender nicht fehlen. Oder was meint ihr? Und zu guter Letzt die 25. Das war ja hier dieses ganz, ganz große. Es war ein bisschen schwer zu wissen, was ich euch da reintun werde. Ich habe euch hineingetan ein Heft. Dann eine kleine, ein Duftbröbchen. Einen Lidschattenpinsel. Ich habe euch hineingetan ein Notizzettelblöckchen und eine Lidschattenpalette. Ja, da ist in der 24 und in der 25 eine Lidschattenpalette, aber ich glaube, ganz ehrlich, keiner von euch wird sich darüber beschweren. So, jetzt muss ich das nur hier wieder reinbekommen. So, und es ist wieder drin. Perfekt. Also, diesen Kalender könnt ihr, wie gesagt, gewinnen. Ich habe euch jetzt die Produktarten genannt, die jetzt hier in diesem Kalender sind. Manche Produkte sind also richtig eingespeist. Manche Produkte, die sind halt einfach so schon geliefert worden. Da kann ich nichts dafür, wenn die jetzt schon offen sind. Ne? Das müsst ihr einfach mit berücksichtigen. Ich sag mal, ihr bekommt hier Produkte geschenkt. Jeder kann hier teilnehmen, ob er möchte oder nicht. Mein Wunsch wäre es nur, ne, weil das hat ja natürlich ja auch seinen Wert hier. Ich brauche die, also erstens, warum mache ich überhaupt die Verlosung? Ich habe hier Produkte drin, die ich nicht brauche. Ich habe lange rumliegen lassen, sie sind zu, sie sind nicht verwendet worden. Ich habe geschaut auf den Ablaufdatum, ob da irgendwo was steht. Steht nichts drauf, das heißt, die Produkte sind einwandfrei. Ich jedoch brauche sie nicht. Könnte sie verkaufen, klar. Ich habe schon viel verschenkt an meine Mutter und auch an Verlosung schon was gepackt. Also da ist trotzdem noch viel übrig geblieben. Und ich dachte mir, dann fülle ich doch lieber einen Adventskalender und verlose diesen an euch Abonnenten da draußen. Danke dafür, dass es euch gibt. Danke dafür, dass ich mir immer Freude macht. Und ja, so sieht's halt aus. Dann... Wie gesagt, wäre es mir halt wichtig, wenn ihr sagt, die würde ich dann eh nur verkaufen, das finde ich doof. Also wirklich nur teilnehmen, wenn ihr sagt, ihr könnt mit diesen Produkten noch was anfangen, also mit dem Großteil der Produkte, dass ihr hier vielleicht mit einer Augenbrauenfarbe nichts anfangen könnt, mag vielleicht noch mir sinnig sein, dann gebt es gerne weiter oder verkauft es oder verschenkt es, aber nicht den ganzen Kalender, so wie es ist, dann verschenken oder verkaufen. Das fände ich ganz, ganz dolle, unverschämt und frech. Da würde ich dann auch schauen, dass das würde ich nicht gut finden. Also man bedenke ja, ich habe ja eure Adresse, dann wenn ich euch den zuschicke. Also seid da mal ein bisschen vorsichtig, Leute. Nur, dass ihr das wisst. Ne? Also ich habe da schon ein Auge auf euch dann. Weil das ist mir schon ein Herzensprojekt, diesen Kalender also an euch so weiterzugeben, weil mir das schon wichtig ist, anderen damit eine Freude zu machen. Klar, ich muss jetzt nochmal Versandkosten bezahlen, aber sonst finde ich das eine voll tolle Sache und ich glaube, viele von euch, die teilnehmen, die wissen das auch zu schätzen. Jeder, der jetzt neu teilnimmt, kann gerne hier dran teilnehmen. Ihr habt dann damit nur ein Los. Jeder andere, der bereits teilgenommen hat, kann jetzt auch wieder teilnehmen. Alle Informationen dazu unten in der Infobox. Also wieder ein Hashtag, einen lieben Satz dazu. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann habt ihr praktisch zwei Lose. Also ihr könnt dann praktisch, also ihr seid dann in so einer Box, zweimal euren Namen drin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich euch ziehe, ist damit ja jetzt schon mal dann größer. Oder ihr sagt, ich habe jetzt schon einmal teilgenommen, ich will mein Glück nicht überstrapazieren, ist das auch vollkommen okay. Ihr müsst hier unter diesem Video
nicht nochmal kommentieren, aber ihr sichert euch eine zweite Chance. Und jeder, der noch nicht teilgenommen hat, sichert sich die erste Chance. Also alles kein Ding, ne? Deswegen, und wie gesagt, ich habe noch einiges an Produkten, die ich sage, ja gut, das gebe ich dann doch nochmal weiter, da mache ich dann nochmal eine extra Box fertig. Das wird dann wahrscheinlich zu Weihnachten fallen. Letzte Information zu diesem Adventskalender, was vielleicht noch wichtig ist, ich werde ihn im November verschicken. Das heißt, die Verlosung wird jetzt bis wahrscheinlich Anfang November oder Ende Oktober gehen. Info unten in der Infobox, das schreibe ich dann noch rein. Also den werde ich im November dann verschicken, dass er rechtzeitig zum ersten dann bei euch ist. Es kann nur sein, dass das Video ein bisschen anders dann ausfällt, weil ich ja aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen noch auf das Ergebnis warte. Ich weiß nicht, ob es, naja, so wie immer ist, also schlimm, ob es schlimmer geworden ist, ob es sehr schlimm ist, aber man kann damit noch umgehen, oder es ist so schlimm, dass ich nicht damit umgehen kann. Egal wie es ausfällt, ich werde die Verlosung bekannt geben, also ich werde sagen, wer gewonnen hat, werde das Paket fertig machen und dann wird das weggeschickt. So viel Zeit wird auf jeden Fall definitiv sein, nur dass ihr wisst, wenn das Video ein bisschen anders sein sollte, gedrückte Stimmung, macht euch da bitte keine Gedanken drum, ne? Ich werde ja auch ein Informationsvideo machen, eine Aufklärung, was ist jetzt eigentlich rausgekommen, wie sieht es da aus. Ein Update-Video zu meiner Gesundheitsgeschichte, dann sind eigentlich auch alle schon drauf vorbereitet. Und jeder, der sagt, ich will nur wissen, ob ich gewonnen habe, das ist auch okay, ne? Also ihr müsst ja hier nicht meine Lebensgeschichte anschauen, wenn ihr das nicht wollt, weil ihr selber vielleicht psychisch ein bisschen da labiler seid. Ich kenne das und verstehe ich alles. Alles okay, ne? Nur wollte es nur nochmal erwähnen, dass da nicht irgendwie kommt, du bist so anders und willst du wirklich und ja, alles gut so. genau, also wie gesagt, dieses wunderschöne Schätzchen gibt es zu gewinnen. Ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, die Produktarten gefallen euch. Und ja, wenn ihr noch Fragen zu den Kalender habt, schreibt sie dann auch gerne unten in der Infobox. In den Kommentaren, dann werde ich das lesen. Ich werde ja darauf antworten. Manchmal mache ich ja nur Herzchen und gefällt mir. Hat einfach dann damit zu tun, dass es mir nicht so gut ging. Bei vielen schreibe ich auch drunter, bei manchen richtig lange Texte. Also das ist immer variiert. Immer, ne? Ja, ich lese es aber auf jeden Fall. Und einer Hinweis noch. Ich habe den Spam-Filter an. Ich will den auch ungern rausnehmen, weil dann kann es dazu führen, dass ich hier Beleidigungen habe und also hier so Spam-Bots, Beleidigungen und so. Und das möchte ich dann auch nicht. Also dachte ich mir, der Filter bleibt an, aber nicht, dass es zu Verwirrung kommt. Euer Kommentar, wenn ihr kommentiert, ist da. Ich muss es nur noch genehmigen. Das hat einfach was mit YouTube zu tun. Andere YouTuber haben diesen Spam-Filter aus. Das heißt, die Kommentare gehen dort ein, egal was das für ein Kommentar ist. Bei mir sind die, ne? Also ich muss das genehmigen, deswegen wundert euch nicht, euer Kommentar ist da, es ist genehmigt. Ich muss es nur Haken drin machen, ne? Ganz ruhig bleiben, das Gewinnspiel, also hier die Verlosung geht ja ein bisschen. Braucht also keine Panik haben. Ich versuche jeden Tag reinzuschauen und dann das zu erledigen. Ende Oktober wird es vielleicht mal ein bisschen kritischer werden. Ich versuche, wie gesagt, da reinzuschauen. Also jedes Kommentar, was geschrieben wird, bis dieses Ablaufdatum, ist auch so drin. Auch wenn ihr es nicht seht, ich sehe es, also ist es, ne, das ist alles okay. Ihr nehmt dann teil. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe doch, warum ist das nicht da? Wenn ihr das wieder löscht und weil ihr doch nicht und sicher seid und so, dann, na, das geht dann natürlich nicht. Also ihr müsst es stehen lassen und warten. Bin geduld. Wie gesagt, ich genehmige eure Kommentare schon. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Über die Teilnahme von euch.
Und wer noch nicht Abonnent von mir ist, würde ich mich freuen über ein Abo von euch. Dann könnt ihr hier dran teilnehmen. Ihr müsst aber öffentlicher Abonnent sein, denn das ist nicht mehr so einfach, dass ich das sehen kann. Ach, der ist ja Abonnent bei mir. Ich sehe es dann nicht. Ihr müsst schon öffentlicher Abonnent sein. Dann könnt ihr da leider nicht teilnehmen. Ne? Muss das schon sehen. Also alle neuen Abonnenten, ihr könnt gerne teilnehmen. Ihr müsst nur öffentlicher das öffentlich schalten, dass ich sehen kann, weil sonst blöd, ne? Ja. Also, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass die Person, die es am meisten haben möchte, diesen Kalender gewinnt. Und wenn nicht, nicht traurig sein. Wie gesagt, es kommt dann nochmal im November was Kleines. Da werde ich nochmal was packen für euch. Ja, dann lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.